We want you. Derzeit suchen wir verstärkt Elektrotechniker und Kommunikationstechniker im Unternehmen. Aus diesem Grund veranstaltet die Salzburger immer wieder Informationstage für HTL-Absolventen. Alle Informationen zur Bewerbung finden Sie auf www.salzburg-ag.at/karriere. Grüße von der Buschbur, jetzt mit der Information für alle Sonnenhungrigen. Bis Badeschluss mit Lepibus heißt das Motto der Linie 23, die Sie bis zum 9. September ins Freibad Leopoldskron bringt. Die Linie 23 fährt von Oberkniegel über Sam, Itzling, dem Hauptbahnhof und Hannusplatz direkt ins Freibad Leopoldskron. Es bleibt nass und somit kommen wir in den Pinzgau, genauer gesagt nach Zell am See. Durch die Inbetriebnahme der neuen Hochdruckverdichtungsstation bis Mitte Mai im Bruck an der Großglockner Hochalpenstraße wird die Gashochdruckleitung bis Saalfelden von 16 bar auf 70 bar erhöht. Grund dafür ist die Versorgungssicherheit im Erdgasnetz. Um vor der Druckerhöhung eventuelle Fehlstellungen bzw. Beschädigungen an der Erdgasseeleitung zu erkennen, hat die Salzburg Netz GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Salzburg AG, eine Befahrung mittels Tauchroboter im Zellersee durchgeführt. Effektiv ist so, der Tauchroboter ist bis 200 Meter Druck geprüft und hat zwei Kameras drauf, eine hochauflösende Kamera, die dann permanent also mitlaufen. Wir haben einen Greifer drauf, der gerade in dieser Situation sehr wichtig ist, da wir immer wieder, wenn wir an Hindernisse kommen, uns zum Teil auch festmachen können, um eine genaue Verortung vorzunehmen und dann an der Stelle weiterzumachen, nachdem das Hindernis umgangen ist. Die Begutachtung der Erdgasleitung fand teilweise in 80 Metern Tiefe statt. Wir wechseln vom Zellersee in Salzkammergut an den Wolfgangsee. Schon seit Kaiserszeiten gibt es die Schifffahrt am Wolfgangsee. 1873 wurde der Schaufelraddampfer Kaiser Franz Josef I. vom Stapel gelassen. Nach wie vor pendelt das filmreife Nostalgieschiff zwischen den Orten St. Wolfgang und St. Gilgen und zählt zu den Attraktionen der Flotte. Das 33 Meter lange Nostalgieschiff war schon Star in zahlreichen Filmen und ist nach wie vor Teil der Wolfgangsee-Schifffahrt. Heute zählt die Flotte 6 Motorschiffe. Mehr zum Start der Vorsaison finden Sie übrigens auch auf unserer Webseite.